Boah, es wird hier so heiß. Selbst Tone wird es hier langsam zu heiß. Ist hier nicht irgendwo mal ein Ausgang? Oh, ein heißes Pflaster? Naja, so viele Brennungen, wie ich hier langsam mittlerweile haben muss. Nehme ich das mit. Ready! Und willkommen zurück zu Maribor's Wonder. Was sind so Wonder vorher in diesem Spiel? Naja, eigentlich so ziemlich alles. Was passiert denn da? Oh Gott. Okay. Warum bauen sie eigentlich so rum, Kumpel? Lass es mal. Hilfe, Hilfe. Was machst du? Achso, du bist. Ach, der ist das. Jetzt erinnere ich mich. Okay. Ja, wir sind nämlich ganz unten in Welt 6, aka. Die. Aui, aui! Eventuell sogar die, schon die letzte Welt. Und. Sind auf der Suche nach dem untersten Gebiet von diesem. Weiß nicht, was ist das ja eigentlich? Vulkan oder so? Irgendwie ja schon. Ah, Mist. Der hat mich erwischt. Der hat mich jetzt leider erwischt. Aber gut, wir sind noch heile und uns geht's noch relativ gut. Ich würde dir helfen, aber dafür müsste ich das Level neu starten. Ah, meinetwegen. Nur weil du es bist, tue ich das. Also, ich habe jetzt ein bisschen Wasser in meiner Hand. Ich kann es versuchen. Okay, hat geklappt. Ja! Ich bin so nett. War komplett unnötig, aber nett sein kostet was. Schätze ich. Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Aber. Ja, da hätte ich jetzt einen Bonus bekommen können. Habe ich leider versaut. Aber hier ist Wasser. Wasser ist ganz gut. Denn langsam kriege ich ja wirklich Durst, du. Ding. Lass uns mal hier das Secret rein. So, Genie Toad, was findest du denn hier? Du findest. Ein Stern! Ich sehe auch schon wofür. Dankeschön und tschüssi. Wie lange geht er noch an? Wie lange geht er noch an? Oh, das war's schon. Egal. Passt. Ah! Die Dinger sind böse, die springen richtig weit nach oben. Ich weiß auch jetzt warum. Warum die so weit nach oben springen. Da ist was. Aber. Das wird nicht so einfach an alles ran. Zu kommen. Was geht hier ab? Ach, hier fällt Wasser von oben. Jetzt können wir nach oben schwimmen, wenn ich das richtig machen würde. Hey! Das ist cool. I like it. Wow! Yeah! Ja, du lebst! Dank mir. Dank mir später. Mit einem Like. Und einem Subscribe. Und. Kann ich schneller schwimmen, wenn ich das. Wenn ich was in der Hand halte? Tick, 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 tick. Wie das aussieht. Wie ich da so lang schwimme. Sieht lustig aus. Warum war der nicht saved? Seltsam, aber nicht so seltsam wie das, was hier gerade abgeht. Also, was soll's? Aber das soll's gewesen sein. Ah, yeah! Vielen, vielen lieben Dank für meine Performance. Ja, oder? Mal was Innovatives und Neues. Hat das Spiel eigentlich öfter. Was auch gut ist. Was mich auch freut. Ach komm. Wie denn bitte? Wie bitte? Und wie denn bitte? Na gut. Ist hier das Ende? Ist das Ende? Ist hier das. Ist das Ende? Ich. Wir warten kurz. Weil ich glaube, da kann man rüber rennen. Wenn ich. Ach komm, egal. Egal. Nein! Nein! Nein, 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 warte, das machen wir jetzt richtig. Das machen wir jetzt richtig! Nein! Die Spitze nicht erreicht. Danke, Spiel. Jetzt darf ich das offscreen nachholen. Ja, ja. Mach ich demnächst, keine Sorge. Das ist aber sehr ärgerlich! Mensch, Toad! Bist halt nicht gelb, ne? Was haben wir hier? Magmatiefen, Observatorium 3. 4 haben wir schon gefunden. Hier ist 3. Ich würde es nicht mit dem zusammenhalten.
Nice. Hallöchen. Ich habe förmlich darauf gebrannt, den Palast im Alleingang zurückzuerobern, aber dann ist es mir zu heiß geworden. Ich bin zu sehr durchgebrannt. Ja, es ist sogar ziemlich gefährlich draußen. Ich weiß nicht, wie du das aushältst. Das fällt mir ein! Ich habe etwas Nützliches gefunden. Soll ich es an dich nehmen, Prinz Florian? Ja, muss ich mal was sagen. Ihr kriegt einfach so den Samen geschenkt. Yippee! Alright. Aber wieso können wir da nicht nach links lang? Sag bloß. Sag bloß, hier ist noch etwas weiteres versteckt. Das sieht nämlich aus, als könnte hier ein Secret Exit sein. Und wie hier ein Secret Exit ist, nach der Halbzeitflagge gehen wir ein kleines Stückchen weiter und treffen auf da oben diese beiden Blöcke hin. Und wenn man Glück hat, kann man sich auf denen da hochbouncen lassen. Ja, muss ausgerechnet dort wachsen. Wenn es aber nicht schaffen sollte, mit dem Duck-Hochsprung, könnte es einfach so schaffen. Ein starker Regen, ja, der kommt dann noch, oder der kam zumindest schon. Und aus irgendeinem Grund kann man einfach hier lang springen und hier lang springen. Und dann ist hier die Blume, die ihr braucht für das Secret Exit. Denn wir nehmen jetzt eine lange, sehr, sehr lange Reise zurück zu diesem Stein. Denn da ist auch immer eine Truhe. Eine Tür, nicht Truhe. Und, oh, das sieht voll schön aus hier. Wir sind in einer Parallelwelt gelandet, gefühlt. Also, nicht nur Parallelwelt, sondern hier ist ja wirklich alles gleich. Zumindest wirkt es bisher so. Doch was ist anders? Also, einmal mein Skill, obwohl, ja, kann man es drüber streiten. Und zum anderen! Ja, Mist, egal. Und zum anderen, The Secret Exit. Und ich glaube, wir müssten jetzt alle Secret Exits im Spiel gefunden haben. Ich glaube, mehr gibt es nicht. Macht auch Sinn, weil es gibt nicht mehr viele Level, bis wir zu Bowser können. Also wir können auch theoretisch jetzt schon zu Bowser, aber machen wir nicht. Machen wir alle Level. Und ja, so sieht es aus. Da habe ich immer kurz vor knapp über alles aufnehmen. Ne? So, da kommen wir zur Verschlusspause. Vorsicht, heiß. Hat. Dann nehmen wir aber das Ding wieder. Ich habe den Duck nur genommen, damit ich auf jeden Fall hochkomme. Weil ich wusste, ich mache wieder einen Fehler. Und das kriegen wir geschenkt hier. Danke. Die Elefanten kostenlos geschenkt. Oh. Geld. Heiß. Ich bin runter. Ja, hast du Kreuz jetzt zum zweiten Mal gesagt. Da oben ist was, oder? Ja! Mhm. Nimm mal ein bisschen was Wasser mit. Zu spät. Macht nichts. Wir haben noch einen zweiten. Was? Muss ich alles nass machen? Ja. Alle Blöcke nass machen. Oder zumindest die meisten. Und dann kriegen wir unseren Schatz. Unsere Belohnung. Alright! Good job, kleiner Todi. Little Todi. Er hat es geschafft. Und nun. Hier unten soll wohl das Ende sein. Hinter einem Lavafall. Seht ihr? Wasserfall, aber ein Lava? Naja. Vielleicht auch nicht so lustig. Oh. Hi. Ah, ich komme gerade von einem anderen Observatorium. Und auf dem Weg habe ich das bemerkt. Die Abkürzung nach oben ist blockiert. Und mir fehlt einfach die Kraft, an solchen Felsen zu zertrümmern. Ja, hier, dein Gehalt. Sorry, Mann. Ich komme ein bisschen spät. Hey, ich weiß jetzt nicht vor Kraft kam noch wohin. Mein Bizeps, er ist nicht mehr geschrumpft. Ja, haja! Nicht mehr geschrumpft, der Salat ist ausgebrannt. Der Bizeps brennt jetzt. Nimm das Fels und schon ist die Abkürzung wieder begehbar. Sie bringt euch direkt zum Palast. Ja, das ist aber nichts Neues. Oh Mann. Kampfparty Magma Arena. Das darf Little Toadie noch machen. Und danach hoffe ich, dass er mir das Ende hier von dem Gebiet machen kann. Langsam wird es mir ein bisschen zu heiß. Zweimal Elefant.
Ja, doch, warum nicht? Ich war mir gerade kurz unsicher, nehme ich die Blume oder sonst was, aber Zauber Elefant ist eigentlich immer eine gute Strategie. Na? Dudum, dudum. Also, die sind schon mal tot nach. Ah! Nicht mal 10 Sekunden. Oh Gott, die Bendy-Dinger. Nein! Nicht abhauen! Oh, war vielleicht jetzt nicht so gut, dass ich mein Power-Up verloren habe direkt, aber man kann zumindest auf den drauf springen. Das macht es auf jeden Fall etwas angenehmer und besser. Boah, knapp. Und unser Abzeichen hilft jetzt auch hier durchzukommen. Boah, das ist gemein. Der ist da hinter dem Ding. Fies. Aber wir sind sehr gut in der Zeit. Jetzt sind wir schon bei der Hälfte. Und hey, schau mal, was wir hier haben. Bisschen Feuerwerk. Hui, hui. Leider reicht er noch nicht. Ich kann ihn nach oben werfen. Nice. Okay, komm her. Einmal da ein. Ja. Und hier drüben sind noch welche. Hier ist noch einer. Komm mal her. Bist im falschen. Ja, bist im falschen Gebiet, Mann. Bam. Bam. Ich erreiche die halt leider nicht, ne? So. Zack. 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 Yes! Hat alle erwischt. Okay. Oh, 60 Sekunden schon, ne? Hier habe ich halt jetzt am längsten gebraucht irgendwie. Aber das war auch lange. Komm, das muss jetzt schnell gehen dafür. Feuerspikes, die schießen. Naja, Feuer. Schießen Feuerbälle. Was zum On, off? Oh Gott, das ist ein riesiges Gebiet hier. Was zur Hölle? Ah, war klar. Die Hölle macht's mir heiß. Oder die machen mir die Hölle heiß. Was auch immer. Oh, man kann auf die drauf springen, obwohl die Feuer bei sich haben. Ups, jetzt durfte ich ja nicht einmal mehr sehen, was überhaupt die Bedingungen waren. Oh Mann. Okay. So. Nochmal das gleiche wie vorher. Zack. Zack, zack, zack. Bam. Das war schon mal das Gebiet. Bam, Millisekunden schneller. Als erstes das einfachste. Das hier. Hier muss man nur ein bisschen aufpassen. Ein bisschen aufpassen. Genau. Und dann hat man es auch schon. Auch nicht schwer. Man muss doch wissen, was man tut. Nicht so sein wie ich. Ja, ungefähr gleiche Zeit, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen schlechter. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt schon mein zweites Pop verschenkt. Okay, hier habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das verbessern soll. Nach oben werfen vielleicht. Ah, halt zu spät. Ah, nein! Oh, no. Gar nicht gut. Ist das schon weg? Zack, zack, zack. Nur noch der eine da. Hab ihn. Was hat denn eine tote Hand? Gar nichts! Okay, also hier habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier die beste Taktik sein soll. Ich hätte es so einfach machen. Was anderes weiß ich nicht. Plopp. Hiermit fahren wir zu den jeweiligen Spikes hin. Ah, jetzt war der leider solid. Also nach der Zeit werden die Feuerbälle solid, wie es scheint. Aber wir haben's. Oh Gott. Nein. Oh, unter 70 Sekunden. Boah, bitte, bitte 70, bitte 70, unter 70, bitte, bitte. Oha. Ich habe mir umsonst die Mühe gemacht. 100 Sekunden ist ja großzügiges Spiel. Aber hey, 60 Sekunden zumindest. Das ist zumindest ziemlich nice. Und ja, war herausfordernd. Hat mir gefallen. Als eventuell letztes Kampfparty-Level, wer weiß schon. Oh Gott. Hier sieht's aus, als würde nach diesem Level nochmal 4 weitere kommen. Ich bin gespannt. Wellengang im Lavatunnel. 4 Sterne. Ob Todd das hinkriegt? Er versucht es auf jeden Fall. Oh Mann. Gute Reise. Danke. Warte, Reise? Wow! Oh nein, was soll das denn, Spiel? Nein! Das war's dann mit meinem Power-Up. Ich meine, okay, immerhin ist es nicht so eine Reise, wo man eine bestimmte... Schade. Gib mir mal den Pilz.
wo man eine bestimmte Anzahl braucht, bevor das Ding dann stillsteht. Ihr wisst, was ich meine. So 10 Gegner oder 10 Objekte auf dem Ding drauf und dann ist vorbei. Was? Okay. Ich kann also... Was? Ich kann mit dem Stern nicht in der Lava sein. Ja, okay, ich hätte, das macht Sinn. Weil das früher auch schon so war, aber hat mich gerade trotzdem irgendwie verwirrt. Na gut, was soll's. Nicht schlimm. Oh nein, ich... Ach man, da oben ist er auch noch... Oh. Toad. Einmal noch und ich muss dich auswechseln. Willst du das? Ich hoffe, du willst das nicht. Jetzt entschuldigt er sich. Hier, nimm das Wonder. Nein, Toad, so geht das nicht. Keine Bribery hier. Da oben ist noch was. Nein, ist da nichts. Aber hier ist was. Nehmen wir mit. Oh, ich hab Angst. Ich hab grad wirklich Angst, ne? Oh, das war close. Das ist einfach jetzt der Endbosskampf aus Mario Bros. 2 auf dem 3DS? Ich glaube, der war das. Ich glaube, das Spiel war das. Oder? Mit Knochenbowser? Was auch immer. Ich schätze, wir müssen einfach nur überleben. Ja, schrei nicht so rum, Mann! Ich hab doch gemerkt, dass hier Feuer auf uns zukommt. Ich bin ganz klein. Wie Toad guckt. Okay, er schreit schon für mich rum. Guck, wir haben noch Spaß. Oh, da muss ich ran, da muss ich ran. Da muss ich ran! Oh yeah! Oh. Checkpoint, den habe ich nötig. Aber ich hoffe, mir fehlt nichts. Ich habe nämlich nur eine von 3 Zehnermünzen. Vielleicht kommt sie ja noch. Vielleicht habe ich ja Glück und die kommen noch. Oh! Die Elefantenform. Vor allem mit Toad nehme ich gerne an. Ich sollte nicht so viel rumwirbeln. Vor allem nicht in diesem Beat. Jetzt schon. Jetzt schon. Jetzt habe ich es mal ausgenutzt. Ich meine, ich darf es ja ausnutzen. Wer da nicht duckt, der nicht gewinnt. Also der gewinnt auch wirklich nicht. Kommst du wieder hoch? Ja, okay, jetzt kommt wieder hoch. Hey du da, ich chill kurz bei dir, ja? Hey. Blub, 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 blub. Für beide Füße ein. Hier könnte ich jetzt das gleiche machen, aber... Okay, doch muss ich. Dankeschön. Den nehme ich mit. Ah! Nein, was für geschafft? Boah, okay, das Level ist echt hart. Vor allem das ohne Abzeichen. Puh, also da geht's dann völlig ab. Und hier geht's auch gerade völlig ab. Was zum? Ja, starkes Level. Ich mag auch, dass es kurz gehalten ist. Kurz und knapp. Das ist auch ganz nice. Oh, yeah. Bye, bye. Bye now. Oh Gott. Bitte sag mir, das sind nicht noch weitere 4 Level, sondern wirklich nur so ein kleiner Markt mit Schild und alles. Aber ich habe Angst. Nope. Das scheint wirklich nochmal 4 Level zu sein. Toad, lass doch mal Toadette ran. I'm ready. Okay, Zeugen alter Zeiten. Und ich sehe schon, was da auf dem Bild ist. Ja, ab hier gibt es, glaube ich, nur noch 4 Sterne Level. 4 Sterne Restaurants. Was? Hi. Wow. Ich bin immer vorsichtig. Bam. Hehe. Wann war ich mal nicht vorsichtig jetzt gerade, okay. Nicht gerne mit. Dankeschön. Und da würde ich gerne rangehen. Kann ich da ran? Kann ich da ran? Kann ich da ran? Bitte, kann ich da ran? Kann ich da bitte ran? Kann ich da bitte ran? Bitte? Danke. Nett von euch. Aber ist ja richtig cool gemacht, ehrlich. Also, das finde ich voll cool. Vor allem auch grafisch und designtechnisch. Richtig, richtig schicki-micki. Bonk. Bonk. Und was haben wir denn hier für ein Secret? Also, das ist auf jeden Fall ein Secret Room. Hier sollte man eigentlich, glaube ich, nicht hin. Okay. Hab sie. Danke. 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 Boom, boom, boom. Ah.
okay. Wunderbar. Jetzt schon Checkpoint. Okay, der Anfang war eigentlich relativ easy. Nur die Vögel waren halt ein Obstacle. Was geht denn jetzt hier ab? Hier dreht sich ja gar nichts. Wir müssen es drehen! Okay, das ist cool gemacht, aber... okay. Erinnert mich irgendwie an Zelda ein bisschen. Ich glaube, in Zelda gab es auch so ein ähnliches Puzzle irgendwann mal. Ist aber auch egal jetzt. Ah, danke für die extra Münzen. Nett. Plop. Oh Gott, nicht wieder die bösen Wolken. Na gut, wenn wir uns nicht bewegen, dann passiert auch nichts, ne? Oh oh, jetzt geht's abwärts. Ah! Auf zu schreien! Ich schreie doch schon genug. Glaube ich. Denke. Oh. Krieg ich die Münze? Krieg ich die Münze? Danke. Nett von dir. Wir reden jetzt einfach so. Oder? Passt schon. Bonk. Bin ich da rein? Eigentlich ist es okay, wenn ich hier draußen bleibe, oder? Ne, ich geh auch nicht rein. Bleibe drin! Oh, jetzt bist du sowieso raus. Wow! Boah! Schlechter Sprung! Aber mit den Abzeichen kann man das ruhig nochmal ausbessern. Blop, blop. Und bam! Oh. Oha, wie cool! Wo bin ich denn jetzt? Bin ich hier mit Jetpack Joyride oder was? Wow! Wir reiten einen coolen, großen Drachen! Komm, übers Ziel! Übers Ziel! Das Level ist ja noch nicht vorbei! Oh yeah! Was sieht da oben was? Finde das cool aus, oder? Ich mag, dass wir bisher so viele neue Designs gesehen haben von Gegnern und neuen Companions auch. Ich hoffe, dass wir die behalten können in späteren Spielen. Was will ich machen? Oh oh. Oh, okay, okay, ich dachte schon, ich muss schon irgendwo abspringen. Ja, ich hoffe, die Designs kommen auf jeden Fall irgendwann in anderen Mario-Spielen wieder zurück. Ja, oder? Du, Sieg ist auch geil. Oh, oh. Er macht wieder Loopings. Er hat seinen eigenen Spaß. Okay, darf er halt. Erlaube ich. Aber kann ich bitte mein Secret Excel dafür haben? Falls einen gibt. Wow. Oder es irgendwas dafür gibt. Kommt er wieder. Oh, danke. Oh, jetzt ist aber wieder tot, oder? Oh, sorry, Bro. Wir hätten das jetzt eigentlich nicht einsammeln dürfen, ne? Wir haben ihn wiederbelebt, damit uns hilft, damit wir ihn wieder töten. Mensch, sind wir asozial. Aber hat mich irgendwie an Zelda erinnert. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, in irgendeinem Zelda-Spiel gab es auch so eine ähnliche Szenerie. Was soll's? Da kann man ohne Abzeichen aber nicht so leicht nach oben. Hm. Aber wir stellen uns gut an heute. Okay, es war gelogen. Dieses Level haben wir uns gut angestellt. Aber hey! Das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns bessern. Warum hast du auch angezoomt, das Screenshot? Nein. Und hey, gib mir mal ein Abzeichen hier! Verschwinde! Ich hab 6. Warte, 25 will der? Oha, der will fast alle. Ich hab 26, ich will 25. Wow. Also, Abzeichen Test Profi, Genertrieb 2 ist nur für die krassen Gamer, wie wir natürlich es sind. Oh. Ich merke erst jetzt, was für ein Abzeichen das wird. Okay, Wettrennen. Los geht's! Tschüss! Zumindest wird mir angezeigt, wo ich lang springen muss. Das war nett. Soll aber nicht so bleiben, ich weiß es schon. Dennoch, sehr, sehr nett. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Aber nicht schlimm. Ich kann ja nochmal. Wow. Kann nochmal zurück. Und springen! Und. Okay. Jaha! Jaha! Da bin ich nicht angekommen. Verdammt! Ich will aber rankommen. Jaha! Jaha! Good job! Mhm. Danke für die nullaussagende Antwort. Was geht denn jetzt ab? Oh, ich kann hier rein. Warte, hätte ich nicht reingedurft? Ernsthaft? Nee. Also, das mache ich nicht. Da. Nee. Also, einfach nee. Okay, also nicht in die Röhre gehen. Das ist eine Falle. Da kommen wir direkt zu CP1 zurück. Wie so ein Troll-Level. In Mario Maker 1. Wir wollen ja nach oben.
Dann kriegen wir nämlich auch eine 10er Münze zusammen mit dem Ziel. Yeah, du, du, du. Good job. Dankeschön. Heiß es hier im Hintergrund ist. Das ist ja schlimmer als in der Wüste, ey. Wann hört das hier endlich auf? Sag es mir, hört es jetzt hier auf? Nein, nein, nicht verwenden. Das ist so ein Speedrunner-Ding, das brauche ich jetzt nicht. Wow! Sehr viele Abzeichentests. Das sind die letzten Level hier. Okay, Abzeichentest Profi, Unsichtbarkeit 2. Na komm, Toadette, dann zeig mal, wie gut du dich auch verstecken kannst. Unter deinem Pilzhut. Plop. Okay. Immer twirlen, damit ich ungefähr weiß, wo ich bin. Immer twirlen. Okay, ich lebe noch. Ich lebe noch. Da braucht man immer, wenn man stirbt, so ein Replay, wo man eigentlich gerade war und wie man gestorben ist. Oh. Oh, oh, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ja, wie findet ihr den Hintergrund von diesem Spiel? Wow. Wo bin ich? Hey, ich bin hier. Okay. Jetzt. Okay, mach ein bisschen was weg. Rüber. Rüber. Nicht so weit rüber. Okay. Oh, mit einer schönen Abwechslung. Ganz viele Abzeichentests hintereinander zu machen. Habe ich nichts gegen. Manchmal habe ich Angst, dass es so lange dauert, bis ich aufprall. Deshalb denke ich mir so, oh Gott, was ist jetzt passiert? Lakitu! Das kann nicht euer Ernst sein jetzt, oder? Wo bin ich? Tor mal ein bisschen rum. Tor mal ein bisschen rum. Mit dem Butt. Tor mal mit deinem Butt. Komm ich da hoch? Oh, hier ist schon das Ende. Ich brauche Lakitu. Ich brauche Lakitus Wolke. Das ist jetzt wirklich dein Ernst. Aber ich habe es geschafft. Ich bin die Wolke. Ich bin die Wolke. Niemand kann was anderes sagen. Ich bin eine Wolke. Das wollte ich schon mein Leben lang gerne sein. Schön. Oh, jetzt bin ich wieder sichtbar. Och, Mano. Aber ich merke es auch jetzt, dass die Poppenhäuser sich immer umfärben, je nachdem, wenn man mit welchen Charakter man spielt. Kann das sein? Ich glaube, das ist wirklich so. Oder das ist nach Gebiet so. Vielleicht sind in diesem Gebiet alle pink, aber... es wirkt auf jeden Fall gerade so. Da, schaut, das bin ich. Ich bin die Wolke. Das bin ich. Die Wolke. Letztes Abzeichentest. Nein, danke. Sprungfeder 2 auf Profi. Alrighty. Und dann werden wir beim nächsten Part das Gebiet abschließen und zu Bowser gehen. Oh ja. Ich kann es. Ich kann es versuchen. Ich spring ja schon. Boing! Okay, nice. Nimm bitte mit, danke. Aber ich hätte schon Bock, so Streams zu machen, wo ich alle Level versuche mit den Difficulty-Abzeichen, so wie das hier, zu absolvieren. Hättet ihr da auch Bock drauf, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Okay, warte. Jetzt. Ja, ja, ja. Yes! Anlauf! Vorwärts! Okay! Nee. Danke, Kumpel. Dank dir darf ich weiter versuchen. Hey! Hey, du da. Hey, du da. Danke. Und hier ist das Ziel? Warte, was? Checkpoint? Aber ich habe doch schon alles. Oh! Oh, weil es nochmal richtig böse wird. Okay. Nett, nett, Entwickler. Haben dazugelernt, netter zu sein. Interessant. Freut mich natürlich. Ich hoffe, ich kann mich auch auf euch freuen, wenn ihr dann Like da lässt auf dieses Video. Und beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir dann vielleicht sogar schon gegen Bowser kämpfen und das Spiel durchspielen. Eine gute Chance besteht auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob Bowser nur ein Level ist oder eine ganze Welt. Ich glaube aber nicht, dass eine ganze Welt ist, ganz ehrlich. Aber okay. Gucken wir noch ganz kurz, was uns hier erwartet. Ah, die Spezialwelt.
Das ist bisher das schwierigste, das am schwierigsten zu erreichende Level. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, okay. Magma Spezial, Tempo, Tempo. Ja, die Special Level machen wir dann direkt nach Bowser. Seid auf jeden Fall drauf gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.